Willkommen zurück zu einer weiteren Funky Groovy Folge. Freitag, der 13. mit einem Mann, der unten am Bachkristall seine Fake-Diamanten verkaufen möchte. Kreis. Am Bachkristall? Am Bachkristall sind nur reiche Leute, da kauft niemand deine komischen Glas-Diamanten. Habe ich dir aber sofort gesagt, dass das eine doofe Idee ist. Was, das sind die guten? Alter, wir sind gegen den guten Jason, ey. Gegen den, der als der Hack-Jason bekannt ist? Der gute. Der gute Hack? Der SL-Skill-Jason. Der No-Skill-Jason? Der macht Jiggle Jiggle, Alter. Der faltet nicht. Der faltet nicht, nee. Körper faltet der. So, der faltet nur deine alte Mutter. Wow, Chase hat meine Mama gefalten. Na, folden Mom. Also hier schon mal nix, ey. Also ja, ich hab ne Batari. Am Borrelien Camp bin ich. Ich bin am Birch. Birch. Ich hab mir viele Borrelien eingefangen, aber auch viele Freunde. Ich habe vier Freunde in meinem Trauma-Camp gefunden und Borrelien. Aber deine Freunde sind alle Leichen. Aber meine Freunde. Aber Schlüssel. Oh, ich höre ihn hier schon bei mir. Er macht Lights Out und sowas. Lights Out DLC aktiviert. Macht aber auch Jiggle Jiggle. Er jiggelt auch ein bisschen, ja. Er ist beim Auto. Ja, ich weiß nicht, wo das ist, weil... Birch, ich habe halt keine Karte. Am Birch Ridge? Ja, da ist ein Auto und da ist auch eine Batterie in der Nähe. Aber da ist very auch Jason, close. Oder? Jetzt ist Jason da. Ich glaube, er hat es vermint und zieht weiter. Richtung Rapala. Unten am Timberdoodle. Ich versuche hier gerade Stromkasten zu reparieren. Maybe... schon die ersten raus vor Angst. Die Hacks sind real. Ne, er ist immer noch da oben. Ne, dann gehe ich da nicht hin. Ich habe mal Licht wieder angemacht. Ja, das ist halt ein Viersitzer. Den hat er auch gut vermint. Batterie hat er da vermint. Da oben liegt aber auch eine Batari. Oh, hat jemand die... Ich habe ja keine Karte. Hat sich jemand die Batari geschnappt? Oh, wir haben hier ein Boot. Vier Sitze und Bot. Habt ihr irgendwas beim Bot? Also bis jetzt wurde nur der Harvestman gerufen. Ich auch nicht. Hast du eine Karte? Nö. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, da hat schon jemanden gewürgt wieder. Da wurde jemand gejiggelt. Oh, ich habe eine Karte. Yes. Das ist Kartenupgrade. Donde esta Mapo. Das ist gar kein echtes Deo. Das ist nur so ein Spaß-Deo. Freude. Boot ist bei Camp Hillbrook. Hast du einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel, ja. Hillbrook hat auch Sprit, rein theoretisch. Könnte man das durchziehen. Ja, aber da oben ist doch alles vermint, oder nicht? Eine Mine hat er bei Batterie. Nur eine. Und wo muss ich denn von Camp Hillbrook aus hin? Aber da hat jetzt einer... Einer hat den Sprit genommen. Einer hat quasi bei Hillbrook diese fette Straße. Siehst du gerade die drei Spieler? Siehst du die auf deinem Radar bei Hillbrook? Ich sehe euch. Da die Straße, wo wir langlaufen. Eigentlich da hin. Da geht's zum alten Viersitzer Jackson. Ja, aber wenn die jetzt tanken und so, die haben ja nicht so die Skillers. Ne? Er hat einen Skiller. Er ist hier der Mechaniker-Boy. Der ist, glaube ich, recht gut. Da unten liegt halt die Battery. Ich sollte meine Energy aufladen. Damit ich nicht so viel Jiggle-Jiggle mache. Oh, Alter. Doppeltrap. Okay, er hat auch den Tank vermint. Hast du ein Messer? Gut, mach mal, das ist schon mal frei. Da ist die Batterie, ich hol die Batterie. Ist auch frei. Leg mal hier meine Knarre hin und hol euch die Batterie. Ich bin der schnellste Läufer. Ich bin der schnellste Läufer von Mexiko. Aber warum bist du außen rumgelaufen? Jetzt soll hier die Abkürzung gehen können.
Ach, ich bin so schnell. Harvest ist auch schon da, ey. Naja. Lass mir ja meine Flare Gun da rumliegen. Die hab ich mir reserviert. Ist meine Spucke drauf. Aber ich habe keine Map, das heißt, ich weiß nicht, wo ich langfahren muss. Ich habe eine Map. Willst du fahren? Nee. Oh, wow, wow, da ist er. Alter, steht er direkt in dir drin. Ja. Da liegt die Batari jetzt, ne? Einer muss sie grabben und dann schnell... Bau ein, bau ein. Ich habe auch noch eine Flare. Hier, nochmal reingeburnt. The burn at the birds. Jetzt müssten wir ihn nochmal stunnern. Ah, er macht eine Falle dahin. Legt dann eine Trap hin, oder? Oder auch nicht. Ja, jetzt kannst du ran. Ich opfer mich, vielleicht sterbe ich jetzt. Ich blockiere. Na, er holt dich. Ja, klar. Ich habe keine Waffe. Hast du noch ein Messer oder sowas? Nee, ne? Nee. Oh, snap. Oh, er macht doch direkt einen Kill. Alter, was für ein Speedkill. Ist aber nicht gestartet. Aber wir müssen nochmal warten. Aber echt ein Speedkill irgendwie. Boah, das ist der Schlüssel, ist sogar nach vorne. Echt, galt der nicht als ingestickt? Boah! Was war das eben gerade für ein fieser Move? Uff. Okay, Jarvis fährt. The heat is on, Alter. Oh, die Cracker haben gewirkt. Ihr hättet alle einsteigen können. Drive! Backwards! No. Oh, daneben gekriepscht. Okay, ich gehe wahrscheinlich drauf. Nee, ich gehe nicht drauf. Er liegt sogar auf dem Boden. Bräuchten halt Waffen, damit wir nochmal ein bisschen stunnen können. Ja, ja. Ist noch jemand anderes irgendwo am Leben? Gibt es irgendjemand, der noch eine Sicherung macht oder so? Nee. Oh, die Sicherung liegt doch da hinten. Sind alle hier oben beim... R. Nein, hier sind keine Waffen, nix mehr. Wir sind die Letzten. Er ist halt der Immortal Jason. Und da hat er einen. Ich hab einen Baseballknuppel. Das wie du hat er erwischt. Ah, aber der andere schafft es wahrscheinlich jetzt nicht rechtzeitig. Oh. No, oh. Car started. Ja, fahr. Auto fährt rückwärts. Ja! Bin noch umgeboxt. Jetzt geht's um die Wasch. Jetzt macht dann Hans Teleport. Ah, aber noch ist nicht... Wenn der hier was kann, der Car-Driver. Eisenberg. Ah, er ist nicht schlecht. Dann können wir erzählen, was hier geschehen ist. Allerdings vielleicht ziehe ich mir auch eine Perücke auf und klebe mir einen falschen Busen an. Und hol mir einen Pulli. Jetzt ist aber Sackgasse angesagt. Ja, aber... No! Nee, das ist halt eine ziemlich... Das ist die Tight Corner hier, ja. Getight cornert. Uff, Wahnsinn. Nein. Ich will doch nur meinen Buzzball. Ganz schön aggressiv. Oh nein. Nein! Oh nee, zu spät. Oh, das schaffe ich auch nicht. Er choked ziemlich lange. Oh nee. Nee, quick, der choked quick. Er macht aber einen merkwürdigen Teleport. Oh, da komme ich auch nicht. Nee, komme ich nicht raus. Komme ich nicht raus. Hinten ist Sackgasse. Ja, nee, jetzt durch die Felsen durchquicken. Oder jetzt vorne vorbei, über den Baumstamm. Nee. Nein, die kleinen Baumstämme kann man, glaube ich, überfahren. Keine Chance. Du siehst auch nichts, der ist so dark.
Er hat nämlich auch diese Shadow-Aura, der hier. Alter, guck mal, wie ich noch nach meinem Kopf greife, obwohl er weg ist. Stumpencheck-DLC. Guck mal, Doppel-Bim-Bim sogar. Nix kannst du gegen den machen. Du kannst nichts gegen den machen. Kautschuk ist halt einfach... Doch, der brennt so, nicht, doch, weißt du? Da sind viele Leute entkommen, also... Das verstehe ich jetzt nicht. Der ist OP. Das ist ein OP-Lobbyist. Kommt halt oft auch drauf an, wenn du jetzt mit so vielen spielst, wenn jetzt auf einer Seite die Leute schon ein Auto fertig machen und auf der anderen Seite die Sicherung zufällig gefunden und eingebaut wird, dann kannst du als Jason nicht viel machen, weil du dir so schnell nicht auch hin und her porten kannst. Ne? Ja, man muss wirklich aufteilen. Wenn dann fünf Leute an einem Auto hängen, ist halt schwierig. Wenn es so ist wie jetzt bei meinem Spawn, dann wo, wenn du direkt neben dem Telefon spawnst und neben dem Auto, dann ist anders. Alter, heute ist irgendwie nur Gummi, ne? Es fällt schon auf. Heute ist die Lila-Laune-Runde, Junge. Dieses, wie hast du es genannt? Perp-DLC? Was? Ich hab's gedacht, was ist ein Perp-DLC oder so? Perp? Wir müssen dann sehen. Purple Rain oder was? Ich mach heute mal den Perp-DLC on und ich so, was redest du denn da für verwirrende Sachen, wieder Kreis? Ja, wirst dann sehen. Heute, du wirst Lachlach haben. Glaub mir, mein kleiner Sputnik. Spuck nicht. Der Joker DLC. Wir sind alle verloren, denn wir alle wissen, du kannst nichts machen gegen diesen Bautzner-Bengel. Der Bautzner-Super-Bengel. Ein Bautzner-Bengel lang mir an den Schwengel. Alter, wie er da unten schon direkt ist. Ja, wie er da schon hin will. Ich habe einfach mal gedacht, ich liefer mal was ab. Ich bin so eine Art Kurier. Aber die anderen machen schon ganz andere Sachen, du. Uiuiuiuiui. Ist mir egal, was die machen. Also, Hauptsache den Athleten getötet. Naja, wenn er gerade hier zufällig vor mir stand. Hier sind auch noch zwei in dem Haus, glaube ich. Aber die jiggeln hier rum und fallen. Aber ich habe halt noch keine Moves. Ich kann ja noch nichts machen. Und solange du eine gewisse Distanz hältst, kann dir nichts passieren am Anfang. Ja, solange du nicht den super krassen Präzisionsteleport machst. So, mein Freund. Da hängen jetzt wieder alle an dem Auto rum. Ja, das ist gar nicht gut. Guck mal, Alter, jetzt wollen sie aber direkt am Anfang hier ein bisschen Party machen, hä? Ja, die hängen jetzt alle da an der alten Carflitsche rum, ne? Versuch das Opfer geholt. Pulli. Der Pulli ist verschwendet. Das war's. Pulli was? Ist down. Was? Oh, ey. Ein guter Pulli. Schauen wir mal, was hier unten los ist. Gar nichts. Alter, was ist los mit euch? Der gute Pulli. Alter, was war denn das eben? Es stand in mir drin. Touch me from the inside. Na, jetzt können wir ihn schon mal nicht mehr killen. War das dieser Typ, wo du gemeint hast, du hast einen Pulli-Job? War das, das nee, war damit gemeint? Das war Helengir. Helengir ist doch deine Pulli-Maid. Gloria already Star-Anwältin. Gloria die Pulli-Maid. Gloria die Pulli-Maid. Mit ihr hatte ich einen Pulli-Streit. Kannst du holen Krack-Pulli für mich?
Oh, Telefon. Oh, Copy on the Road. Das habe ich nicht mitgekriegt. Das gebe ich zu. Supporten kann ich mich gerade auch nicht. There is some copy on the road. There is some copy on the road. On the road. Da für eine Party eigentlich. Was machen die denn da oben für eine Partei? Zack, erwischt. Alter, die Jackson 5 House Party? Oben am Main Building? Oben am... Am Man Main Building? Alter, welches war denn das jetzt schon wieder? Geht denn ab bei euch? Da wird geman-mained. Alter! Was macht der jetzt? Wohin? Was hat er denn jetzt vor? Wohin? What? Ja, wohin, super. Wohin, Leute? Wohin? Geiler Typ. Geht ab bei euch. Warum, Alter? Der hätte doch easy die andere Road nehmen können erstmal. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil ich on the road war, Junge. Ja, aber da gibt's doch zwei Richtungen. Hätte ja nicht mit in die Walachei fahren müssen. Wie ledrig ist die denn? Die ist ledrig. Oh, Kinders, da kommt er doch nicht raus. Was ist denn los? Heisenberg DLC regelt. Heisenberg DLC regelt, echt? Aber was macht Heisenberg jetzt? Ja, er kann jetzt im Moment eigentlich nur hier lang. Oder er fährt wieder da runter und ja. Na, ich hasse das, aber jetzt. Aber jetzt habe ich sie. Ja, sportlicher Junge. Alter! Ich bin auf den Athleten. Schön Damage gestreut. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Deodoriert wird er. Deodoriert. Alter, ich häng an einem Stein. Stolpert wird hier auch. Der Kreis Industry Butterstein. Der Kreis Industry Killer Manillastein, Junge. Alter, hat dann Butterstein DLC aktiviert. Ah, schön die Flinte. Gute Warsteiner Buttersteiner DLC. Ah, da wollte er einsteigen, geht aber nicht. Das ist natürlich eine blöde Situation jetzt für den Mann. Der Kreis Industry Doorblocker? Aber der ist doch seit 1994 nicht mehr im Einsatz gewesen. Deodorieren konnte er auch nicht, Junge, weil der Skillwurf, Alter, schön in die Niere. Anti-Deo. Aber das ist doch in 14 Ländern verboten. Ja, ihr könnt mir die Maske runterschlagen, wie ihr wollt. Der Pullover, der liegt schon wieder bei Mutti. Der hat meine Pulli-Maid, meine Crack-Pulli-Maid hat sich darum gekümmert. Du nicht machen können, Crack. Er wird am Auto aber auch ganz schön gejaxt. Carjaxing. Oh, Maske ist unten oder was? Oder Rage? Weiß ich nicht, Rage. Nee, ja, die sprintet mir zu viel. Dann nehme ich lieber hier den rauchenden Motorrad-Bubi. Ja, die ist vegan. Hast keine Chance. Vegane Athleten? Gefährlich. Alter, ich stecke im Baum. Gefährlich. Der vegane Athlet. Der Veganese weiß. Ihr wisst es, Kreis Slash nur. Heißt es Only Slashing. Das Only Slashing DLC. Ich habe leider keine Messer mehr. Jason ist halt jemand, der... Alter, meine Axt steckt in einem Baum fest. Er zahlt sich seine Energie ein. Irgendwie hast du viel Sticky Trees, ne? Ja, ich habe sehr viele klebrige Bäume.
Wie er da hinten rumhockt und hofft, dass die Cops halt bei ihm landen, ne? Save so. Me, Cops! Komm schon, Sticky Tree! Ja, Sticky Tree. So, zeig dich, Jason, noch die Maske runtergeschossen aus dem alten Gummigesicht. Nein, ich werde nochmal gestunt! Warum? Durch die Leiche! Ach so! Oh, dachte, jetzt bricht er nochmal ein Nervenzusammenbruch. Oh, ich werde allen erzählen, was ich hier gesehen habe. Welche Hacks, welche exotischen. Werden. Auf der Hackcom 2023 kann ich berichten. Ja, die ganze Zeit, er hat nur da oben rumgehockt, so. Alle kämpfen unten um Auto. Ey, warum soll ich mich da unten denn kloppen? Das Auto war verloren. Das Auto war verloren. Ich hab das erkannt und hab realisiert, da oben ist noch ein Schießstand. Hol dir die Flinte, da hast du ein Ass. Also noch ein kleines Asso-Spezial. Und wenn er dir dumm kommt, schießt ihm die Gummimaske von der Pelle. Ich hab diesmal Messersammeln vernachlässigt. Ja, hier. Lone Survivor. Ich hatte letztens übrigens noch mal kleine Anekdote im Kino. Hatte ich so einen 12-jährigen Freitag der 13. Spieler. Er hat irgendwie auf Russisch oder so mit seiner Mutter die ganze Zeit geredet und nur in dieser Stimmlage. Ja. Aber der guckt wahrscheinlich auch unsere Videos. Ja. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bewertung da lassen. Auf Wiedersehen und tschüss.